Ich bin der Uli Schober und aufs Didgeridoo spielen bin ich eigentlich gekommen bei einer Reise nach Australien. Und nachdem ich ja viel mit Holz zum Tor habe, durch meinen Beruf Tischler und Zimmerer, war das auch für mich kein Problem, so Didgeridoo herzustellen. Ja, irgendwann hat es mir dann nicht mehr taugt, so das die herkömmliche Art zu arbeiten, hat mir dann ein bisschen die Welt anschauen müssen. Bin aus dem engen Tal, bin nach Australien gereist und nach Chile. Dort habe ich mich dann beruflich ein bisschen verändert, näher in die Zimmerei eingestiegen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Atmund. Da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mich selbstständig, tue das, was ich will, mache mir die Arbeit selber. Und habe mir da meine Werkstatt gemacht und aufgebaut. Und da mache ich jetzt halt verschiedenste Sachen, alles, was mit Holz zu tun hat. Die Leute, die da leben, sind Hornbuchen, scharfkantig und rauch, als wie der Felsen in Gseis. Aber da mit einer gewissen Rundung im Herzen. Und wenn man einmal auf den Berg aufgeht, um endlich wieder mal auszusehen und den Horizont sozusagen erweitert, dann ist das wieder ein gutes Gefühl, kann man wieder ins Tal zurück habe ich gekommen. Was mich da so verwurzelt, sind einfach die Landschaft, die Berg, die Wälder. Die, was auch in Kombination zu meinem Beruf brauche. Weil wenn ich rausgehe und ein lässiges Stückchen Holz irgendwo finde, in einem Graben oder im Wald, und dann denke ich mir, boah, das nehme ich mit, da mache ich was Schönes draus, dann lasse ich mich von dem inspirieren. Und das ist genau der Grund, warum ich da bin und warum ich die Arbeit mache. Holz ist einfach faszinierend, weil jedes Stückchen Holz, was du in die Hand nimmst, ist ein Unikat. Designed von der Natur. Und das ist einfach was, was mich so fasziniert. Und auch der Geruch von jeder verschiedenen Holzart, wo man in die Werkstatt reinkommt und da riecht es nach Holz, da weiß man genau, aha, heute ist mit Zirn gearbeitet worden oder heute haben wir Eschen verarbeitet. Und der Duft, der Geruch, das taugt mir. Ich bin die Martha Weber. Ich komme aus Wien. Wir sind in erster Linie daher gekommen wegen dem Bergsteigen. Ja. Also das Gseis war eigentlich, wie soll man sagen, immer für uns sehr von Bedeutung. Ja. Und man sagt immer, wenn du im Gseis klettern kannst, kannst du überall klettern. Und ja, und da sind wir halt hängen geblieben. Und dann hat mein Mann halt aufgehört zum Klettern und dann habe ich eine Kletterpartnerin gefunden und da ist eigentlich dann erst so richtig losgegangen. Und wir sind ja dann im Laufe der Zeit eigentlich als Gseishexen genannt worden. Ja. Wie die Weiber hat sich niemand sagen traut, eben nur Gseishexen. Ich bin auch wegen den Leuten da, ja, weil die sind gemütliche Leute. Ja. Und mittlerweile, die Martha ist da, die Martha ist da. Also ich habe irgendwo einen Namen da gekriegt. Ja, und das ist natürlich da eigentlich meine zweite Heimat geworden, ja. Und die Leute sagen, das ist ja schon deine Heimat, ja. Wien ist ja eigentlich ein Fremdwort für mich schon ein bisschen geworden. Also die Leute sind da in der Region alle sehr, sehr freundlich. Da kann man überhaupt nichts sagen, ja. Und ich habe noch nie einen bösen Menschen da gesehen. Ich fühle mich da eigentlich total integriert. Und das ist das Schöne. Die Leute halten da alle sehr zusammen, ja, und vor allen Dingen, bin so aufgenommen worden und da fühle ich mich so wohl dabei.
Also ich heiße Leonhard Hollinger, komme aus Atmund und bin 13 Jahre alt und ich bin Kletterer. Aber ich kletter auch schon am Felsen, alpine tun. Ja, also ich trainiere dreimal in der Woche für Wettbewerbe. Und bei den Wettbewerben, die sind in verschiedenen Hallen. Und dort treffen sie halt die besten Kletterer und messen sie. Da gibt es zum einen das Speedklettern, das Bouldern und das Leadklettern. Beim Speed geht es, wer am schnellsten ist. Beim Bouldern gibt es mehrere kürzere Routen zu bewältigen. Und beim Lead geht es darum, wer am weitesten aufkommt. Es gibt halt verschiedene Schwierigkeitsgrade. 3 ist zum Beispiel leicht, 7 ist schon schwerer und ich bin gerade bei 9. Und die allerbesten Kletterer können so 12, 13 klettern. Also ich möchte halt gerne mal Kletterprofi werden, aber das ist nicht leicht, weil da muss man ziemlich viel trainieren. Und mit dem Trainer, und dann muss man wieder in eine andere Halle fahren, damit man die Touren auch kennt. Ja, und wenn man eine Erstbegehung macht, also wenn man eine neue Tour schraubt, im Gebirge, dann darf man dir einen Namen geben. Mein Papa hat auch mal eine neue Tour gemacht im Gebirge und die hat er dann nach mir genannt. Also meine Tour heißt König Löwenherz, von Leonhard ins Englische ist Lionhard und das ins Deutsche wieder ist König Löwenherz. Und die von meiner Schwester heißt Lindenblier, von Linda abgeleitet. Heuer im Sommer bin ich dann das erste Mal meine eigene Tour gegangen, also die, was nach meinem Namen benannt ist. Und ja, das war schon ziemlich cool. Ich bin die Bölzer Glinde, komme vom Waldviertel und bin schon 33 Jahre jetzt in Jansbach. Ich arbeite bei der Firma Landesforst in der Steiermark. Bin schon 33 Jahre bei der Firma. Ja, ich muss alles machen bei den Männern. Die darf mich nicht verschonen oder sonst irgendwas. Ob das jetzt ein 6 Meter langer Fetten ist zum Aufhängen, muss ich genauso aufhängen als wie der Männerleute, weil wir sonst schicken sie mehr heim. Aber mir taugt es, dass ich mit den Männern mitarbeiten kann. Und mir taugt es, wir haben eine gute Partie. Ob es jetzt bei den Holzknechten war, oder auf der Sog war, oder jetzt bei den Zimmerern war, ich arbeite gerne mit denen, wenn ich ehrlich bin. Und mich freut es, dass ich da bin, ich möchte dann einmal zurückgassen. Weil man ist irgendwo schon eingefleischt, oder? Weil wenn man lang mal da ist, dann fühlt man sich irgendwo daheim. Und ich fühle mich da wirklich daheim. Wenn ich reinfahre, von einem Waldviertel, fahre in die Bergen durch, gibt es mir einen Stich, sage ich, bin daheim. Es ist wirklich so. Jansbach ist schon eine eigene Gemeinde oder eigene Leute, aber es gibt noch Zusammenhalten bei denen, wo du bei den anderen nicht sagen kannst. Geht es dir schlecht oder brauchst du Hilfe, sind sie da. Ich habe mir heuer in Knie gebrochen, die haben geschaut, die haben mir die Arbeit gemacht, die haben mir Holz getragen. Die haben mir gebügelt, die haben mir rausgewischt. Also praktisch, die waren für einen Menschen da. Ja, grüß euch, ich bin die Dagmar Wolf. Ich wohne mit meiner kleinen Familie, in einer großen Familie, in Jansbach im Gesäuse. Also das ist mitten im Nationalpark Gesäuse. Ich bin seit einem Jahr Mama von meiner Tochter Marie. Wir wohnen da in einem ganz kleinen Ort mit 140 Einwohnern im Nationalpark Gesäuse. Und mit wir meine ich jetzt einen Papa von der Marie in Bernhard, der ist Musiker, arbeitet also jeden Tag oder jedes Wochenende woanders. Und ich werde dann bald wieder im Gymnasium in Atmund, im Stiftsgymnasium Atmund, zum Arbeiten anfangen. Die ältere Generation von Jansbach würde ich so einschätzen, dass die gar nicht so oft die andere Möglichkeit gesucht haben, dass sie irgendwo anders sein könnten oder leben könnten. Für die ist es ganz selbstverständlich, dass sie hier sind und dass sie mit dem Ort verbunden sind und dass sie das sehr hoch schätzen. Ich glaube, das ist für die selbstverständlich und natürlich ist das an uns weitergegeben worden. Und ich muss sagen, warum ist Jansbach für mich jetzt so viel wert? Natürlich bin ich da aufgewachsen und sehr stark verwurzelt. Es sind sehr viele Jansbacher sehr stark verwurzelt. Und es ist so, dass man in Jansbach einen sehr aktiven Kern von Menschen gibt, die sehr nett sind, von jung bis alt, auf Betonung sehr aktiver Kern. Natürlich sind nicht alle so, sonst wäre es sehr kitschig. Es ist die Landschaft schon sehr, sehr kitschig. Aber die Aussage wäre sonst zu kitschig. Und es bringt, das Gefühl passt einfach, das ich jetzt einmal ganz kurz sagen. Das Gefühl passt für mich und ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, dass mein Freund mich hier gefunden hat. Er hat mich wirklich gefunden im Rahmen von einem Musikseminar
Und dass er davon überzeugt ist, davor, dass man da bleiben, hat mir natürlich sehr viel weitergeholfen in meiner Entscheidung. Also mein Lieblingsplatz in Jonsbach bzw. im Gesäuse ist auf jeden Fall die Enzbrücke beim Jonsbachsteg, beim Bahnhof in Jonsbach. Da sieht man die Nordwende extrem gut und schön. Wenn man nicht so viel Zeit hat, wenn man mehr Zeit hat, muss ich sagen, am Gipfel vom Reichenstein kann man richtig träumen. Da hat man alles vor sich und das ganze Panorama. Und auf den Almen bin ich sehr gern. Also wir haben viele bewirtschaftete Almen und das sind schon sehr Ruheplätze für mich.